So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Nachdem ihr mich in den letzten paar Folgen verzweifeln gesehen habt, am Fume Knight, am Nebelritter, haben wir es doch noch geschafft, ihn zu besiegen, dank ein bisschen Koop-Hilfe. Und ja, sind jetzt wieder hier. So, lass mich mal kurz gucken, wie es mit unseren Pfeilen so aussieht, sehe ich gerade. Na, sieht ganz okay aus. Das heißt, wir leveln jetzt erstmal ab. So. Von mir aus 2 Punkte Vitalität, die brauchen wir. So. Und dann, ja, geht's zurück in den Nebelturm, ins unterste Geschoss. Jetzt plündern wir nämlich erst einmal den Schatzhort, den der Fume Knight bewacht hat. Oh, nebenbei, wir können uns erstmal schnell seine Seele ansehen, die wir da netterweise bekommen haben. Seele des Rauchritters. Also Rauchritter, nicht Nebelritter. Okay. Seele des Rauchritters, der das Verlies des Nebels zu uns bewacht. Wayne war ein erfahrener Ritter, der sich in die Aschebraut verliebte und sich in diesem Land aus Rauch und Nebel niederließ. Ja, zu Wayne haben wir was Schönes. Das sind so Infos, die man sich so zusammenpflücken muss. Wo ist denn das Schild des Rebellen? Wayne und Velstad waren bekannt als die Linke und die rechte Hand des Königs, bis sie in Streit gerieten und Wayne als Verräter betrachtet wurde. Ja. Das heißt, nach Velstad mit der Glocke haben wir jetzt gegen Wayne mit den bösen Schwertern gekämpft. Ah, ja. Und hier unten fällt wirklich ein Haufen Zeug runter. Ja, die deutsche Übersetzung ist teilweise ein bisschen komisch, weil das ganze Ding hier heißt im Englischen, soweit ich mich noch richtig erinnern kann, Fume Tower. Also Nebelturm. Also auf Deutsch Nebelturm. Und er hier hieß Fume Knight. Also eigentlich Nebelritter, aber er wird als Rauchritter bezeichnet. So, und hier hinten ist der Gegenstand, den wir endlich wollen. Krone des alten Eisenkönigs. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Ja, das hier kann nicht der alte Eisenkönig sein, wer auch immer das hier ist, der da zu Stein erstarrt ist. Vielleicht war es nur ein Abbild des alten Eisenkönigs, der die Krone bewacht hat. Er sieht jedenfalls so aus, als ob er aus Stein ist. Wir können uns jetzt diese Krone mal ansehen. Krone des alten Eisenkönigs, der einst dieses Land regierte. Der König sank unter dem sengenden Eisen nieder, traf auf den Träger des verbotenen Namens und wurde zu stinkender Erde. Doch dies geschah vor langer Zeit, heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Und solche Kronen fehlen uns jetzt noch 2 Stück. Eigentlich 3 sogar, aber die dritte, über die will ich jetzt erstmal kein Wort verlieren. Die anderen beiden finden wir in den anderen beiden DLCs, sobald wir mit diesem DLC hier fertig sind. So, wie versprochen, werde ich jetzt den Rest dieser Folge hier, also das sind noch knapp 10 Minuten, mich hier ein bisschen für Koop gegen den Rauchritter anbieten. Mal sehen, ob mich jemand beschwört. Weil bis jetzt sieht es ziemlich leer aus, sage ich mal, was Phantome angeht. Aber vielleicht beschwört mich jemand. Was es leider noch nicht gibt hier in diesem Dark Souls Teil, sind die Gesten fürs Hinsetzen. Die gibt es erst in Dark Souls 3. Jo, super Spoiler, oder? Ups, das wollte ich nicht. Da war eigentlich Verbeugen drin.
Verbeugen, so. Okay. Ah, da ist doch jemand. Gerade aufgetaucht und wieder verschwunden. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob diese Phantome zeitverzögert oder Echtzeit sind. Also ob das jetzt vor ein paar Minuten war, dass der Typ hier lang gerannt ist. So wie auch der da hinten. Oder ob sie schon länger da lang gerannt sind. Wir können hier mal ganz kurz in unser Inventar gucken. Uns fehlt nämlich noch das 12. Teil der Aschenbrautseele. Nur leider haben wir keinen Schmelzerkeil mehr, wie man sehen kann. Und alle, ihr dürftet ja alle wissen, wo die Aschenbrautseele ist, nämlich ganz oben beim ersten Leuchtfeuer. Die habe ich damals den Götzen einfach liegen gelassen, weil eben die Schmelzerkeile so begrenzt sind. Den Fehler habe ich beim ersten Mal in diesem DLC nämlich gemacht und habe den Götzen da oben aktiviert. Also gleich einen Schmelzkeil an ihm verschwendet. Dieses Mal habe ich den Schmelzkeil aufgehoben und alle anderen zerstört, dass wenn wir jetzt den letzten Schmelzkeil gleich holen. Okay, wir werden schon mal beschworen, das ist sehr nett. Okay, er hat auch Eli Stahlherz geholt. Faust Nictussal. Winken wir mal. Okay, er sieht selber ziemlich gut. Dabei aus. Au. Aber er prügelt sich gerne mit den Gegnern hier. Deswegen heilen wir mal kurz. Ellie können wir leider nicht sonderlich gut heilen, weil die viel zu viele Lebenspunkte hat. Müssen wir jetzt den anderen auch noch gleich triggern? Ja. Na gut. So machst du aber keine gute Figur, bis wir beim Fume Knight sind. So. Unser Schild, unser Speer übrigens auch nicht. So, mal sehen, wie er sich anstellt. Also wir stellen uns schon mal ganz schlecht an. Au. Ja. Okay. So viel zu ihm. ja. Das heißt, rasten, neues Rufding setzen. Am besten wieder hier in den Weg. Und dann warten wir einfach nochmal, ob uns nochmal jemand beschwört. Ja, wir sind halt nicht der Einzige, der Probleme mit dem Fume Knight hat. Und der Typ hat halt gemeint, mit so viel Kanonenfutter und allem würde er es gut schaffen, ohne ständig getroffen zu werden.
Oder er hat halt noch gar keine Ahnung. Würde mich wundern, wenn immer noch Neueinsteiger in das Spiel kommen. Aber ja, es gibt alles ein erstes Mal. Ich glaube, vor kurzem war ja auch für Dark Souls, Dark Souls 1, 2 und 3 sogar ein Sale. Ja, was mich dazu bringt, dass ich irgendwann mal wieder Dark Souls 1 spielen muss. Ich weiß auch nicht. Dark Souls 1 ist irgendwie größtenteils noch mein liebstes Dark Souls. 3 habe ich bis jetzt fast einmal durch, deswegen kann ich es noch nicht genau sagen. Und 2... spiele ich mich mit euch jetzt hier so das vierte Mal durch. Ich habe übrigens in Dark Souls 2 noch keinen New Game Plus durchgeschafft. Ja, Schande über mich. Mal sehen, ob mich der noch mal beschwört. Wenn ja, dann machen wir noch einmal eine Koop-Runde und dann gehen wir weiter. Wir haben ja nämlich noch 2 Orte, die wir machen müssen. Mehr oder weniger. Oh. Da läuft jemand rum. Aber beschwört uns nicht. Jedenfalls bis jetzt nicht. Du da, du könntest so aussehen, als ob du uns beschwören wolltest. Nein, du teleportierst dich lieber weg. Auch gut. Also ja, wie man sieht, Koop ist hier noch gut möglich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und wir werden beschworen. Mal sehen, ob es wieder derselbe ist. Wenn ja, dann... Halleluja. Wenn nein, dann hoffentlich jemand... Nein, wir werden vor Let's... Isibär gerufen. Okay. Okay, der hat eine ganze Prügeltruppe jetzt dabei. Heilen wir nochmal. Alle voll. Wir sind ja so sozial. Oh, ja, und winken könnten wir auch mal. Und Letzus ist sogar ein Sunbow. Ja, Sunbows haben wir immer gerne. Sogar ein ziemlich starker Sunbow eigentlich. Auf jeden Fall trägt er Havels Rüstung. Ich gehe aber lieber auf Nummer sicher. Au. Okay, das heißt jetzt Winking. Au. Nochmal ein Trinken. So, wenn er auf Isibär losgeht. Jetzt müssen wir ihn kurz von Lexus weglocken. Oh, und er entflammt sich. Und hat es auf Lexus abgesehen. Das kann er allerdings ziemlich gut abblocken. Wow, wir haben ihn zum Stolpern gebracht. Oh. Das war das Phantom von Lexus.
Und der Herrscher ist tot. Autsch. Okay.